So, da sind wir auch wieder mit Batman Let's Play. Let's Play Batman. Hier bei Gamer TV bei HubiFan mit eurem Herbert. Dann schauen wir mal weiter. So. Wir müssen zur genannten Bathöhle vordringen. Und nein, ich habe keinen Schimmer, wo das ist. Aber lasst uns erstmal ein paar Gegner kloppen. Auf geht's! Irgendwie leckt das enorm. Kein Schimmer warum. Das leckt. Solange die Prügeleien sichtbar sind. Oh, Moment, das Telefon klingelt. Hurra. Liebes Telefon, du störst. Egal wer dran ist, du störst. Ruhe. Und ich kann nicht konzentrieren mit so einem Telefon, denke ich gerade. Du wirst auf dem Boden liegen und. Au, Möhr! So, kurze Aufgabe. Ja, das war typisch. Man geht dran und es ist keiner mehr dran. Ich muss gerade mal auf die Karte schauen. Okay, durch den Eingang sollen wir laufen. Bevor ich durch diese Tür gehe, beseitige ich erstmal das überflüssige Leck. Bis gleich. So, jetzt muss es eigentlich beseitigt sein. Sieht schon mal gut aus. Das Besondere an Batman Point ist, es ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter Ort für Selbstmorde auf Arkham Island. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen unter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Jetzt schauen wir uns einmal um. Vier bewaffnete Gegner, da vorne stehen sie alle. Und wo muss ich hin? Da um die Ecke. Die gehen wir tothauen. So, Leute, hallo. Seid ihr blind? Schwarze Fledermaus hinter euch. Einer hat's mitgekriegt. Nummer 1, down. Und der Eierkick. Zack. Oh. Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Naja, die hat er nur einmal im Leben. Ich glaube, ich habe die Höhle auch gefunden. Oh ne, da unten ist sie. Und das? Leichte Flugprobleme hat der junge Mann. Diese Position ist auf deiner Karte markiert. Hurra! Imba! So. Schauen wir mal weiter. Technik. Habe ich da auch eine Türklinke? Bis da unten einer hinkommt, dauert da Ewigkeit. Ja, schöner Wassereffekt. Los. Was hat das Ding denn für ein Problem mit meiner Leertaste? Irgendwie klemmt meine Leertaste. Auch interessant. Naja.
Schauen wir mal, was der gute Batman hier macht. Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind Ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten Sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Mein Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Wir haben anscheinend eine neue Waffe, einen Batclaw. Dieser Enterhakenaufsatz kann benutzt werden, um Gegenstände zu greifen und herunterzuziehen. Ich will das Spielzeug ausprobieren. Dankeschön. Ich folge ihr. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Und ziehen, okay. So, laufen wir mal das kleine Stück zurück. Verdammt dunkel hier. Wunderbar. Gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hattest. Oh, das tut mir leid. Ich versuche, das nächste Mal besser aufzupassen, wenn ich eine Insel in meine Gewalt bringe. So. Das war schön leise. Wieso sind wir die, die versuchen, sie zu öffnen? Das ist nicht mein Ernst. Die Fledermaus! Party! Du bist der Erste, weil du weggelaufen bist. Zack, so. Freundchen. Du bist der Zweite, weil du weggelaufen bist. Du der Dritte. Du der Vierte. Und du. Der Fünfte. Oh, geil, ey. Der Burner. Zack, unters Kinn. Fast wie beim Boxen hier. Das nehmen wir doch mit. So, bei Zeiten muss ich mir dann auch eine neue Festplatte holen. Diese hier, die ist voll und dafür leckt es auch zwischendurch. F. Ich habe mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Mega-Lag. Achso, Zwischenspeicher. Dann kann ich das Lag verstehen. Lalalala. Okay. Sieht ein bisschen komplizierter aus als die anderen Kletterübungen. Aber, was soll's? Ich bin Batman. Hallo? Ich kann überall hinklettern, wo ich will. Ja, komm. Falsche Richtung, mein Freund. Hey, das ist komisch. Die Zahlungen auf Dr. Youngs Konto haben nicht direkt aufgehört. Sie wurden abgelehnt. Dr. Young hat ihr Konto sperren lassen. Sieht aus, als ob sie sich's anders überlegt hat. Sie hat versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Wunderbares Gespräch. Ich habe Ihren E-Mail-Account geknackt. Zwei E-Mails sind auffällig. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen.
Was war denn das jetzt bitte? Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Habe ich schon mitgekriegt. Versucht hat, wegzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack White. Es ist ein langes Hin und Her. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze, ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. Und weiter? Wer ist mal da lang? Ich werde dich holen. Ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Das gibt's da nicht, hey. Er sagt, ich werde dich holen. Ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Dann ist klar, warum sie solche Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde sie. Na, erstmal hier rüber. Dann habe ich eigentlich gedacht, wir müssten darüber. Aber. Ja, doch. Das geht noch. Aber welcher Sprung war denn jetzt gerade nicht möglich? Natürlich war das leicht für dich. So sollte es auch sein. Leck mich im Arsch. Das gibt's doch nicht, hä? Falle ich da schon wieder runter? So. Let's try again. Und seit neuestem haben wir ja 20 Minuten Zeit dafür, also sollte das auch machbar sein. So, einmal. Zweimal. Ne, Moment. Zweimal ist nicht gut. Ich glaube schon, wir müssten da lang. Dann hier rüber. Dann der wohl eindeutig darüber. Ah, jetzt geht's. Gut. 5 Joker-Zähne zerstört. Hurra! Freut euch mit mir. So. Darüber, darüber. Nicht da lang. Oh! Gut, wo bin ich? Da. Gut. Darüber. Daumen hoch für diesen Fail. Gibt's da nicht, hä? Sag ja, Leute, irgendwas stimmt mit der Leertaste nicht. Oder mit meinem Verhalten. Ich weiß es noch nicht ganz. Ich hoffe, es ist die Leertaste. So. Ich scheiß jetzt auf die Fragezeichen. Wir wollen ja nicht den Erfolg. Obwohl, den würde ich auch später noch haben. Eine Aufzeichnung. Hören wir uns diese doch an. Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo. Mein Name ist Dr. Gretchen Whistler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlampe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Könnte ich sein. Achso, okay. Mehr wollte Quack also nicht, außer Essen. War ja ein leicht zufriedenstellender Gast. Manche wollen Fernsehen, manche wollen Computer, eher Essen. Die sieht zerbrechlich aus. Ich sprühe einfach mal spontan unser Batman-Symbol drauf. Und lass es mal in die Luft gehen. Ja, gut zu wissen. Also alles, was eine Lücke hat, kann man anscheinend... Leck mich doch am Arsch, ey. So langsam stürzt, aber dass die Leertaste hängt. Nachher mal aufschrauben, mal gucken, was da drin hängt. Irgendwelche Kekskrümel wahrscheinlich. So, wir schauen uns einmal um. Hier ist wieder Joker. Macht euch wegen der Fledermaus keine Sorgen. Ich hab den Dicker neu überrascht und vorbereitet. Falls ihr erwischen sollte, muss den Spaß, oder? Ja! Oh, und wenn ihr in der Dunkelheit einen Schuss hört? Keine Ahnung! Es besteht kaum ein Risiko, dass ihr verletzt werdet. Ich bin hinter der Fledermaus her. Naja, vielleicht wollt ihr noch eure Krankenversicherung... Los! Obwohl, ihr habt ja gar keine! Scharfschützen. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Scheiße. So, erstmal die Sniper ausgeschaltet.
meine Güte! So, den direkt ausschalten, weil der nervt echt. So, den schalten wir schon aus. Hä? Freundchen? Boah! Genialer Move. Weggebasht hat er. So, wir müssen da längs. So, wieder erfolgreich alle umgehauen hier. Das kleine Gemüse. Wunderbar. Sie sehr werfen kann. Er ist halt Batman. Er hat den Skill, den wir nicht haben. Ich hab's nachgeguckt, ob bewaffnete Gegner dabei sind. Ja, okay, den musste ich gerade ausschalten, schnell. Beziehungsweise habe ich noch nicht mal ausgeschaltet. Schön ist auch, dass die Moves sich selten wiederholen. Das wird weh. Aber jetzt wieder erstmal pennen. Kriegst einen Tritt ins Gesicht. Und du einen Fausthauen. Zack! So. Hier auch durch. Ja, hier durch. Wir schauen uns mal viel bewaffnete Gegner. Zack, in den Rücken. K.O. würde ich sagen. Ja, okay. K.O. ist er. Wunderbar. Zum nächsten rüber. Stimmt irgendwas mit der Steuerung nicht? Und so, da hinten haben wir noch. So, dann schauen wir mal, wie wir zu den Snipern da oben noch kommen, ohne gesehen zu werden. Die haben doch schon eine riesen Reichweite. Dann schauen wir da mal. Hoppla. Du Sack. Der war geil. Dass alle Mitarbeiter gefeuert sind, der war cool. Ich hänge an der Grafik fest. Ich wollte gerade sagen, schießt jetzt auch hier durch. Ist schon ähnlich wie Hacken, also. Fände ich jetzt weniger lustig. So, die zwei haben wir auch. Den warten wir noch, bis er aufsteht. Und dann Fini für heute. Wunderbar. So, ich glaube, die erste Folge endet dann auch gleich hier schon. Muss ich da nicht rein? Okay. So. Oh, der arme Wachmann. Geschändet werden muss hier keiner. Und wir gehen mal einfach hier rein. Das ist doch der einfachste Weg, würde ich sagen. Sieh mal, wer das ist.
dein schlimmster Albtraum. Ja, der große, böse Batman. Los, komm und hol uns! Sieh ihn dir an, da steht. Musst du keine Katze von einem Baum retten oder sowas? Stimmt, und jetzt hau ab. Wir kontrollieren hier alles. Joker wird dich fertig machen. Also müssen wir doch da oben lang. Wir müssen in dieses Gebäude rein. Die einzige Möglichkeit besteht im Moment für uns. Da rein. Müssen wir da rein. Ja. Das finde ich jetzt komisch. Wisst ihr, weil... Ich habe das Spiel ja schon mal angespielt und bis hierhin war ich definitiv schon. Und ich bin da oben reingekommen. Weil überall zeigt das an, außer da. Das ist doof. Na, ich schaue mich mal ein wenig um. Vielleicht vertue ich mich ja auch. Und ich muss da gar nicht lang. Ich meine zu wissen, dass es dieser Weg war. Moment. Okay, da geht es zwar auch irgendwo lang, aber wo weiß ich jetzt nicht. Ja, super. So. Vielleicht können wir hier was machen. Hier ist so eine doofe Trophäe. Das war eine der leichteren. Das Problem wird bei Missionen, wo ich echt dieses Gleiten brauchen werde. Was mach ich denn dann? Das ist jetzt echt nervig. Ich komme ja nicht mal bis da gegleitet hier. Das gibt's doch nicht. Dennoch muss ich da hoch. Naja, dann endet erstmal hier das Let's Play Teil 7, glaube ich. Und ich gucke in der Zeit mal, wie ich da hochkomme und melde mich dann aus dem oberen Raum wieder zurück. Bis dann. Tschüss.